Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Wir sind hier im Sumpflager und stehen vor dem großen Alchemisten Kor'Kalom, der ja mit allerhand Crawler-Zeugs Getränke für die Schläferanrufung herstellt und wir sollen ihm Sumpfkraut geben und generell mit ihm sprechen. Servus. Was willst du? Ja. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Was machst du für Experimente? Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Einer der Händler aus dem alten Lager will ein Rezept von dir haben. Stimmen mal vielleicht zuerst ein bisschen gnädig. Also Sumpfkraut. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ja. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Hey, na, das geht nicht. Ich brauch noch was. Hey du. Was willst du? Rezept. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Aha. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Bruderschaft? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Okay. Das heißt, wir müssen das stehlen. Dann werde ich das Ganze jetzt mal speichern. So. Und werde mein Glück probieren. Aber wahrscheinlich wird das jetzt nicht so einfach sein. Ich probiere einfach mal. Okay. Kor'Kaloms Rezept. Ich muss meinen Tiertrich sparen. Ich lade nochmal kurz. Ich hoffe, ich habe mir jetzt gemerkt, was ich drücken muss. Boah, bei uns hat der Sommer Einzug gehalten. Es ist echt warm. Mich ärgert das. Im Sitzen schwitzen ist nicht angenehm. Erhält das Rezept für einen Dings. Heildings, glaube ich. Rustiger Zweihänder, den kann ich noch nicht führen, ne? Ja, genau. Okay, das ging einfach. Schauen wir, ob wir die Kiste auch noch aufbringen, ne? Wenn wir schon mal da sind. Das ist echt cool, wenn sie beschäftigt sind, ne? Kann man einfach mal ausrauben. Aha, die geht überhaupt nicht zum Öffnen. Okay, muss ich nochmal laden. Da brauche ich einen Schlüssel dafür. Okay. Ich denke mal, dass ich den noch nicht stibitzen kann. Aber wir haben das Rezept. Dankeschön. Servus, du Trottel. So, gut. Ich gehe mal hier kurz runter. Wir haben jetzt die eine Quest mal abgegeben. Die tägliche Ration Stängel, falls ich noch nicht geholt habe, kann ich auch gleich machen. Guten Tag, ich hätte gern Stängel und so. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. Danke. Drei schwarzer Weiser. Ja. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ja, das passt schon. Danke. Man sieht schon gleich, hier gibt es keine Rassisten. Schwarz und Weiß kommen in einem Satz vor, in einem Produkt vor, also kein Rassismus, sehr angenehm hier. Wunderbar. Gut, Quest, ne? Was hätten wir denn noch? Ich muss mal kurz schauen. Neue Seelen für die Bruderschaft, genau, was war da? Butler Melvin, Bruderschaft angeschlossen, sein Kumpel Dusty ist immer noch im alten Lager. Spiel mit dem Gedanken abzuhauen, das können wir machen. Das können wir machen. Alkoholischer Nachschub. Silas, der Wirt Kneipe, neuen Lager. Auftragskiste Starkbier besorgen im alten Lager. Okay. Aufnahme Sumpflager. Ball, bla bla. Ein Missionar der Bruderschaft sucht im alten Lager nach neuen Anhängern. Ah ja, das werden wir gleich machen. Dann das Sumpflager erstreckt sich unter mir. Mein Wegbegleiter empfahl mir, mit dem Guru Kor'Kalom zu sprechen. Er ist der Aufseher über den Novizen und die Lehrer. Jo, haben wir auch. Wenn ich mich der Bruderschaft des Sumpflagers anschließen möchte, muss ich die Gurus beeindrucken. Dummerweise reden sie nicht mit Neuen.
Lester, der Novize, erzählt mir, dass sie mich trotzdem genau beobachten und ich mich in ihrer Nähe würdig erweisen müsse. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich das machen soll. Am besten sehe ich mich erstmal im Sumpflager genau um. Kokolom nimmt mich als Novize in der Bruderschaft auf, wenn ich mit mindestens 4 der Bars davon überzeugen kann, für mich zu sprechen. Okay. Okay. 2 von 2. Aha, da geht noch einiges. Okay. Und der Bandit, wie schauen wir da aus? Neuen Lager namens Butch, den soll ich verhauen, ja genau, okay. Jo. Oh, puh. Okay, dann würde ich sagen, wir marschieren wieder zurück. Vielleicht erwische ich noch einen Ball zum Nachfragen, ob er für uns schon sprechen würde. Aber ich würde sagen, wir gehen wieder ins alte Lager zurück. Wir werden ein bisschen eine Metzelfolge jetzt machen, zum Erfahrungspunkte sammeln. Eine Vision. Ja, guten Tag. Vision, ja. Hoppala. Die richtige Entscheidung. Entschuldigung, ich wollte hüpfen. Herr Bal Kadaver. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ja, man darf nicht mit dir springen. Schläfer sei mit dir. Der Schläfer sei mit dir. Ciao. Der Schläfer führte Iberion und seine getreuen Anhänger an. Ja, keine Ahnung. Man darf nicht sprechen mit denen. Ich wollte es mal machen. Ja, ich würde sagen, ins alte Lager zurück. Auf dem Weg dorthin schnetzeln wir ein bisschen. Soweit es geht, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Und jo. Ich glaube, das hört sich fast nach einem Plan an. Gut. Weil ich brauche Erfahrungspunkte. Ich möchte Akrobatik lernen, weil das. Ich drücke schon wieder falsch. Das kann ich noch nicht. Ich kann nur normal hüpfen. Aber noch keine Akrobatik. Und Akrobatik ist echt cool. Dann können wir nämlich wirklich schneller vorankommen. So, Melvin. Joru, hallo. Haben wir mit dem schon gequatscht? Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize. Aber bald bin ich ein Baal. Einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Oh. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Ja, das passt ja. Ich will mich dem neuen Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Ja. Ja. Dann hast du bestimmt schon deine tägliche Ration bekommen. Wenn du sie mir überlässt, sind wir im Geschäft. Ich denke drüber nach. Ja, dann... bitte. Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. Ja. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Niemand, ja. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Ja, bitte. Dann mach mal. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Bal Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Bal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Okay. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Viel Spaß beim Rauchen. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Okay, fragen wir mal das. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Ja. Bal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Ja. Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Okay, und noch das mittlere. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Bal Kadar unterrichtet die Novizen aha, in der nochmal dasselbe. Des okay. Servus, Bastian. Danke, danke für die Gott. Ich dachte, er hätte vielleicht noch was. Okay. Habe ich so einen Zauber bei mir?
Besitze ich so einen Zauber? Warte mal. Schlafen. Licht, Telekinese. Ich kann nicht schlafen, verdammt. Also ich habe keine Magie. Schlafen kann ich schon, aber Zauber nicht, ne? Wo kriege ich das denn jetzt her? Ich schätze mal ins alte Lager nochmal zurück, hä? Wahrscheinlich. Denke ich mal. Und dann nochmal hierher zurück. Buh. Du, geh weg mal. Ich muss mit Lester reden. Kann ich mir was braten? Nochmal nicht, ne? Hab schon alles weg. Oh doch, geht was. Geht was? Ja. Ja, viel mag ich nicht. Ich wollte mich nur nützlich machen, ne? Würden Sie sich bitte umdrehen? Schuh. Jetzt fängt es an zu regnen. Hervorragend. Nee, nee, nee. Jo. Gibt es hier Händler? Während die da quatschen, kann ich mich ja mal... allgemeine Infos. Händler im Sumpflager. Handelt mit Waffen. Alchemie und Kräuter, Runen und Spruchrollen. Puh. In Schlaf versetzen, Telekinese, ob sowas gehen würde auch? Ich könnte es mal probieren. Mein Telekinese ist ein wertvoller, Zauber eigentlich. Vielleicht habe ich dann davon eine einzige. Licht. Vielleicht geht es auch, wenn ich eine Lichtkugel erschaffe. Vielleicht mag er mich dann. Ich könnte es ja mal probieren, ne? Ist ja wurscht. Wenn es nichts wird, dann muss ich mir ein Schlafdingens holen. Darüber. Hierhin. Versuch macht klug, ne? Ich speichere auch vorher, dann verbrate ich nichts. Kann ich beides ausprobieren. Einmal Telekinese und einmal Licht. Sehen wir mal. Hier ließen sie sich nieder. Sie arbeiteten ohne Unterlass. Tage, so. Wochen, Monate. Ja. Und das Lager wuchs heran. Ja. Mehr Männer kamen dazu, ja, die dem Ruf des Schläfers gefolgt waren. Guten Tag. Ich will was ausprobieren. Und zwar die 5. Ob ihm das schon passt? Einer der Gurus, ein Alchemist, fand einen Weg. Mit Hilfe mir fehlt Magie. Hoppala. Aus dem Sekret der Mainkräuter. Mir fehlt Magie. Entschuldigung, da muss ich was essen. Habe ich so ein Mana-Kräutchen? Erstmalig möglich, zu vereinen. Zur Wasser. Zeit machten sich Dolke, Schinkenbrot. Nein, nein, nein. Die Worte des Schläfers zu predigen. Mana, um mehr Retzen. Ungläubige von der Wahrheit zu Mana überzeugen. Bonus, Sumpf, Steinwurzel. Die möchte ich nicht essen, weil da kann man Tränke draus machen. Das ist mir so ein Kraut Zeit wesentlich vergangen. Lieber. Viel hat sich geändert. Habe ich kein einziges Mana-Kräutchen? Ich glaube, ich träume. Hat sich gefestigt und wurde weitergetragen. Und wir haben unser Ziel nie aus das den Augen Das ist aber schon verloren, schlecht. Haben nicht aufgegeben, den Schläfer zu rufen. Puh. Habe ich dann irgendwann Tränkelein? Ja, hier. Zeit. In Gottes Namen, dann sauf mal halt sowas. Ist mir doch wurscht. So, jetzt aber. Und zwar. Tada. Der Schläfer erschien vor langer Zeit. Schau, Licht. Und gab den Menschen reicht das? Eine Vision. Einer der Gurus, ein Alchemist. Oder vielleicht auch nicht. Reicht wahrscheinlich nicht. Kann ich mit Telekinese was bewegen? Ich probiere jetzt einfach und mal durch. Zusammen versuchen ich lade dann eh nochmal neu. So, wahrscheinlich brauche ich wirklich den Schlafding, ne? Auf spiritueller Ebene zu das alles andere ist... Visionen wurden deutlicher. Na nü? Jedoch war die geistige Kraft der Brüder nicht ausreichend für darf einen ich das Kontakt. Nicht... Kann ich das jetzt nicht verwenden? Seit der Gründung des Lagers ist viel. Ach so, 5 maximale Mana-Punkte. Ach, ruf doch in Gatsch.
Ich lad nochmal. Hupfen Gatsch, gehen wir heim. Mach mal was Sinnvolles. Ist ja jetzt wurscht. Echt. Also. Ja. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Muss ich mir einen Schlafzauber holen. Vielleicht passt es ja noch, bevor wir uns dem neuen Lager anschließen. Vielleicht kann ich da noch das hier abarbeiten. Jo, dann gehen wir mal. Ist mir Wurst. Vielleicht hätte es auch gepasst, wenn ich hier die Häuser ausräume. Vielleicht wäre hier irgendwo eine Schlafrolle. Mann, es steht ja immer noch da. Hallo? Ich möchte mit Lester reden. Hey du! Geht er jetzt weg? Ja, sehr gut. Nein, tut er nicht. Verdammt. Doch, tut er schon. Der macht mich fertig. Hallo. Zeig mir den Weg. Okay, na. Der Schläfer möge dich behüten. Ja. Warte mal. Erzähl mir was über das Lager. Schlafen, zeig mir den Weg. Erzähl mir was? Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Ah, so vielleicht. Was weißt du über Kraut? Schläfer, Gilde. Okay, das hat auch nicht hingehauen. Der Schläfer möge dich behüten. Ist er vielleicht nicht weit genug weg? Vielleicht muss er schlafen gehen, dass es dann klappt. Das könnte sein. Naja, egal. Machen wir es halt später. Ich gehe dann mal. Ich würde sagen, gehen wir ein bisschen metzeln. Auf dem Weg zurück zum alten Lager putzen wir jetzt mal alles weg, was hier so kreucht und fleucht. Jo. Wäre, glaube ich, nicht ganz verkehrt. So. Da müsste eine Höhle sein mit Morrets, wenn ich die schon getötet habe. Habe ich schon? Na, sind die noch da? Passt schon. So. Ja, ja, ja. Bitte kommen Sie. Ich sollte mich gesund machen, oder? Ja, komm nur. Ich werde den wohl packen jetzt hoffentlich. Komm. Traust dich nicht? Ich gehe mal ein Stück zurück. Dass wir die anderen nicht pullen. So, geht ja. So. Aber ich muss mal was essen. Weil ich bin angeschlagen. Ich werde mal die Wurzelsuppe essen. Da graust es mir selber schon davon. Ja, und ein bisschen Brot und Huch! Ja, guten Tag. Wo kommen Sie denn her? Au! Das gehört sich aber nicht, du Schwein. Du Ratte. Ich habe mal nachgegoogelt. Diese Morrets gibt es wirklich. Die sind echt nicht hübsch. Ich weiß, man soll nicht nach dem Äußeren gehen, aber die schauen wirklich wie aus einem Horrorfilm aus, ein bisschen. So, eine Keule. So. Ist die besser? Muss ich mal kurz klupschen. Ist die Keule besser? Niemals. Die ist... Nein. Aber Stärke wäre es dann gut, mal ein bisschen trainieren noch. Dass wir noch den Zweihänder führen können, weil den werden wir lange, lange haben. Long, long, long. Long, long, long. Da oben. Ich bin schon wieder angeschlagen, aber noch immer. Schon wieder, ne? Ich denke mal. Okay, die habe ich eh an, das passt eh. Noch was essen, ein bisschen. So. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nochmal. Weil ich möchte nicht sterben. Speichern wäre auch gut, glaube ich. Ja, das wäre ganz gut. Da sind wir noch im Sumpflager. Das ist besser, hier mal zu speichern. Gut. Dann ein Blut. Naja, ich will es eigentlich aufbehalten. Die werde ich, glaube ich, aufbehalten. Wegen Loot und so. Sollte man... Ich weiß, Punkte sind auch wichtig, aber... Ja, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil... Die Fliegen, also die Flügel und die Stacheln sind dann schon was wert. So, servus. Da ist mir lieber, wenn ich hier noch ein paar Scavenger klatsche und da oben die Warane, weil die können wir auch schon looten und die Blutfliege lasse ich mal.
Es müsste ja irgendwann noch eine zweite, glaube ich, herumschwirren, oder? Ist sie nicht immer ein bisschen abseits oder verdue ich mich gerade? Ja, ist ja wurscht. So, Varani. Au. Passt. Die Krallen nehmen wir mit. Ich kann keine Haut. Ah, die Varane geben. Oh mein Gott, das sind zwei. Nein, nur eine bitte. Nicht zwei. Ein Varan ist mit mehr als genug. Ja? Kommen Sie. Nur einer bitte. Nur einer, habe ich gesagt. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Hoppala. Sehr gut. Sehr gut. Hurra, Stufe aufgestiegen. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich meine, das war berechnet. Ja. Das war berechnet. So, ich esse mal ein bisschen. Ja. Wie gesagt, das war berechnet. So, das reicht schon. Puh. So, wir können auch... Okay, es wird dunkel, das ist schlecht. Wir können aber auch in den Wald ein Stück rein. Da gibt es auch normalerweise noch Wölfe und Scavengers, aber auch einen Schattenläufer. Vor dem habe ich ein bisschen Schiss. Ich würde sagen, hinüber gehen wir mal da den Bergdings da entlang. Und beim Rückweg schauen wir uns den Wald ein bisschen an. Man muss auch aufpassen vor Orkhunden, also Warg. Vor den Warken. Ui, da ist ein Höllenhund. Ah, Joff. Ja, sicher. Jetzt habe ich den gepult oder was? Du Scheiße, ich gehe weg. Waren da nicht immer Scavengers? Darunter? Oh mein Gott. Ich bin schon weg. Okay. Ich habe mir eingebildet, da waren immer Scavengers. Habe ich vergessen dann, oder wie? Jetzt verfolgt er mich, glaube ich, bis ins alte Lager, oder? Ich schau mal kurz. Ist er umgedreht? Bitte sei umgedreht. Ich habe keinen Bock, den jetzt da hier mitzuschleifen. Ich glaube, ich bin erlöst. Okay. Dann doch Wald. Hier sind durchgeknallte Wölfe, okay. Blutfliegen. Ich muss so aufpassen hier. Den Schattenläufer möchte ich nicht begegnen. Okay, das sind ein Haufen Blutfliegen. Das passt mir jetzt auch nicht. Wölfe sind hier. Das wäre schon eher meins. Komm nur, Köter. Bitte einer nach dem anderen. Huch, also irgendwie. Jetzt. Passt. Das wollte ich haben. Das Fell und die Zähnchen. Die Felle darf ich nicht mehr verkaufen. Die gehören Wolf. Lol, ne? Dem im neuen Lager. Der kann mir daraus eine Rüstung basteln. Gut. Mal kurz umklopschen. Der Schattenläufer nach meiner Erinnerung müsste noch ein Stück weiter oben sein. Ja, das ist schon eher meine Richtung hier. Da hätten wir noch ein paar Wölfchens. Da müsste doch irgendwann ein zweiter sein. Da kommt er schon. Komm nur, ich habe deinen Kumpel umgehauen. Du hast einen Scavenger getötet, das waren meine Punkte, du Mistviech. So. Ja, schön looten. Ja, genau. Putzen wir halt hier ein bisschen weg. Das passt. Ich darf nicht zu weit nach unten gehen, glaube ich, weil da gibt es irgendwo Warg. Glaube ich, und das wäre für mich äußerst ungesund. Blutfliegen gibt es halt auch einen Haufen. Sobald sich da irgendwo was bewegt, kriege ich schon Schwitzen an, ey. Komm her, Hundi. Ja, komm. Ja, komm zu Papa. Zwei, das geht. Da, du auch gleich. Komm her. So. Der nächste. Ja, komm. Ja, komm. Trau dich. Ja, wo ist das Wuffi? Ja, da kommt's ja schon. Hoppala. Da.
Ab und zu kann man die Schrift nicht lesen. Das ist schwierig, dann Schaden zu machen, wenn man nichts weiß, worauf man schlägt. So, das zu dem. Die Blutpflege wird mich noch angehen wahrscheinlich. Ich möchte aber nicht, dass sie mich hier angreift. Nein, nein. Da ich schon wieder ein bisschen angeschlagen bin, muss ich schon wieder mal was zu mir nehmen. Ich werde mal ein bisschen Obst essen. Gemüse, ja. Obst. So, dann ein Schälchen Reis. Brauche ich zwar noch zum Kochen wahrscheinlich. Käse lasse ich auch. Vielleicht kann man was überbacken. Überbackene Sachen sind immer gut. Ein Minecrawler-Süppchen. Lecker. Bleh. Essen wir auch gleich weg. Und, jo. Fleischwanzen-Ragout runter damit. Sind wir eh gleich im alten Lager. Da gehen wir gleich zu Snuff. Und dann soll er uns da freundlicherweise nochmal die Tagesration geben. So. Hier haben wir noch ein Pflanzele. 3 Stück. Seraphis. Jawohl. Da haben wir wieder Frischfleisch. Warte, zuerst hole ich mir noch die hier. So, da oben ist auch noch irgendwas. Jetzt wird es schon zu dunkel, ne? Es wäre gut, den Lichtzauber gleich sprechen, ne? Dass ihr noch was seht. So. Dann werden wir das tun. Das kann ich mir schon erlauben, glaube ich. So ein Schriftröllchen mal auszuprobieren. Und zwar das da. So. Ah ja, Magie brauche ich noch. Stimmt. Stimmt. Das habe ich da vergessen. Das habe ich vergessen. Das ist schlecht. So, einmal saufen. Passt. Einmal Licht. Da la la la. Doing. So, jetzt ist für euch, glaube ich, auch besser. Jetzt haben wir für ein paar Minuten. Upsa. Für ein paar Minuten Licht, wollte ich sagen. So. Bubru, bubru. Dann schauen wir mal, was da oben noch krebst. Ich werde mal kurz speichern. Nicht, dass ich wirklich einem Schattenläufer in die Arme laufe, weil dann habe ich es gerichtet. So. Dann, meine Lieben, habe ich es überstanden. Weil derzeit, der verjausnet mich. So schnell kann ich gar nicht schauen. Aber hier hätten wir noch ein paar schöne Wölfchen. Und eine Waldbeere. Aha, das höre ich gerade, eine Blutfliege. Die will mich angreifen. Hoffentlich kann ich ihr noch entfliehen. Ja, würdest du sterben? Ich glaube, es ist gelungen. Weil wie gesagt, die möchte ich noch nicht zu viel plätten. Ich weiß, sie geben schöne Erfahrungspunkte, aber ich kann sie noch nicht looten. Das stört mich. Deshalb werde ich jetzt hier versuchen, der noch auszuweichen. Noch ein Stück weiter hier runter und einfach den Fluss entlang. Ist das jetzt ein Molrat? Ja. Einfach den Fluss entlang hier. Bam, bam. Meine Beute zu jagen. Da sind noch ein paar Wölfchen, das ist gut. Hier ist noch ein Molrattel und ein Wolf. Oh, nur ein Wolf. Noch ein Wolf. Hä? Okay, der Wolf hat einen Dachschaden. Der hat Tollwut, kein Problem. Dann haben wir gleich erlöst davon. Gern geschehen. Wir sind ja ein Freund der Natur. Natürlich. Ja. Molrat noch looten. Den Wolf. Ah, warte. Der eine Scavenger da unten hätte ich den jetzt auch looten können. Ich Trottel. Wahrscheinlich, ne? Habe ich das getan? Bin mir gerade nicht sicher. Ich muss mal kurz nachschauen gehen. Habe ich das gemacht? Oder ist er eh schon vergammelt? Ah, der ist schon vergammelt, ne? Okay. Macht nichts, ist nicht schlimm. Aber dachte ich gerade, da wäre irgendwas. Ist irgendwas? Glaube ich nicht, ne? Ja, passt, dann kann ich wirklich den Fluss entlang laufen. Machen wir das so. Na, 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 na. Oh, schau mal. Noch eine Waldbeere. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ja. Na, 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 na. So. Ich hoffe, die Bilder passen einigermaßen und es zuckelt nicht allzu viel herum hier. Keine Ahnung, was das beim letzten Mal wieder war. Ich habe alles eingestellt wie beim vorigen Mal. Da klappte es gut. Dann klappt es wieder nicht gut. Jetzt glaube ich,
Sollte es wieder besser hin... Hauen. Alter, jetzt bin ich erschrocken. Ich habe nicht gesehen. Ja, servus. So. Ich glaube, das Licht hat ihn aufgeweckt. Ich habe ihn gerade nicht gesehen, weil ich direkt drauf zugelaufen bin. So. Macht nichts. Alles gut. Machen wir den zuerst. Und jetzt du. So, geht ja. Wieder mal voll angeschlagen. Macht aber nichts. Wir jausen dann gleich mal was. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal so ein Heilkraut. Ich weiß, das sollte ich auch nicht machen. Die sollten wir zu Tränke verarbeiten, aber eines wird schon gehen. So, dann noch haben wir ein bisschen Fleisch. Weil ein bisschen Salat inzwischen muss man auch essen, ne? Das ist alles Bio. Und jetzt hat man ja herausgefunden, dass das Bio-Gemüse um 40%, also 100% Vitamine drinnen hat und Nährwerte noch hat. Und dass tatsächlich die überzüchteten Gemüseformen, was man so hat, schmecken ja auch nur mehr nach Wasser, ne? Dass die tatsächlich um 40% weniger Nährwerte haben. Das heißt, nicht biologisches Gemüse ist tatsächlich jetzt schon ungesunder. Ungesünder. Das ist echt, das ist arg, ne? Da fühlt man sich als Konsument schon ein bisschen geschält und verarscht, ne? Schaut man auf gesunde Ernährung, ne? Schaut man eh schon, dass man mehr Gemüse isst und dann ist das nichts wert. Nährstoffmäßig, ne? Das ist halt echt. Aber naja. Wir Ösis, ich bin ja Österreicherin, ne? Kennt man am Dialekt schon ein bisschen. Wir sind sowieso mehr die Bio-Freaks. Wir mögen das sowieso recht gern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann wieder mal sowas nicht biologisches esse, ich meine, wir haben generell keine schlechte Qualität, aber man merkt schon geschmacklich einen Unterschied. Und ich weiß noch damals, als ich zum ersten Mal nach, ich glaube, 10 Jahren oder mehr wieder mal eine Biomilch getrunken habe, habe ich mich an meine Kindheit zurückerinnert. Jetzt denke mal, 10 Jahre lang haben wir Milch getrunken von diesen Tetrapacks. Die waren so verwässert, dass es nicht mehr nach Milch geschmeckt hat. Da dachte ich mir echt, alter Schwede, der Zug ist abgefahren, ne? Oh, das war jetzt ein Grafikding. Cool. Hui. Ich muss aufpassen, hier müsste der Schattenläufer irgendwo sein. Ich wollte nur noch ein bisschen Fleisch farmen. Komm her, Mauli. Mauli Red. Das ist nämlich blöd, wenn jetzt hier... Der ist auch hier irgendwie... Also durch den Grafikbug ist das schon ein bisschen doof jetzt. Und nicht, dass ich dann angefallen und umgebracht werde, ne? Das ist echt ein komischer Fehler. Von hier sieht man wieder... Kann man dieses... Ich wollte euch das Ungetüm mal zeigen, aber... Vielleicht haben sie ihn auch woanders hin platziert, als Überraschungseffekt sozusagen. Auf einmal BÄM! Und tot. Das kann nämlich wirklich schnell passieren. Ja, komm her. Jo. Ich glaube, dass sie sind auch so ziemlich die einzigen Wölfe, die springen können in dem Videospiel. Ist er da vorne schon? Nein, das war, glaube ich, jetzt nur... Da ist er. Davon sieht man ihn. Das ist der Schattenläufer. Im Level-Stadium, wo wir jetzt gerade sind, bitte nicht angreifen. Der hat verjausert uns. Aber keine Sorge, wir ziehen ihm später das Fell über die Ohren. Ja, ja. So. Ah ja, mein Licht ist aus. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ihr ihn sehen konntet. Ja, so weit strahlt das Licht sowieso nicht. Ist ja wurscht, wir sind eh gleich im alten Lager. Ich hoffe, es geht für euch, dass es nicht allzu dunkel ist. Ja, es wird doch dunkel sein, wenn ich mich wieder daran erinnere. Ja, jetzt noch ein Licht verwenden. Ach, ich laufe nur zum alten Lager. Ich kill jetzt aber nichts mehr, glaube ich. Haben wir eh schon ziemlich alles brav gerodet. Ja. Dann haue ich mich mal kurz in mein Bettchen rein. Oder in irgendein anderes. Und dann, ja. Schauen wir mal, dass wir hier für die Bruderschaft den einen Typen finden. Dass wir ein Schlafzauberspruchröllchen da kaufen tun. Jo. Wie spät haben wir es? Ach du Heilige, der Part ist zu Ende. Schon drüber. Wieder mal. Okay, ihr Lieben. Sind wir im alten Lager. Ich würde sagen, wir beenden das hier und im nächsten
schauen wir weiter. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich baue mir kurz dein Haus aus. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Ja, genau. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.